Finale. Und vorher müssen wir noch einmal ganz kurz klären, was das Ganze für Konsequenzen mit sich bringt, solltet ihr verlieren. Wir wissen ja, es geht um 15 Sendeminuten live morgen Abend, 20.15 Uhr solltet ihr gewinnen. Verliert ihr aber das Finale, dann werdet ihr für 24 Stunden zu Social Media Managern von ProSieben, also die Social Media Manager von ProSieben, und müsst euch komplett die ganze Zeit um den Instagram-Kanal kümmern. Das heißt, stündlich Stories einstellen, was Fotos, heißt stündlich, Videos. 24 Stunden? Stündlich? 24 Stunden. Also den ganzen Tag, 24 Stunden. Nein, Moment mal, aber das heißt, dass wir nachts arbeiten müssen. Ja, genau. Das heißt, dass wir einen Zweischichtdienst einführen sollen oder was? Nee, könnt, also ihr müsst zusammen 24 Stunden Social Media Manager von ProSieben sein und Videos drehen und posten und jede Stunde da checken und ein bisschen chatten, also alles zusammen. Das kriege ich nie mal auf meinem Account geil hin. Wie soll ich das? Ja, aber das ist ja die Strafe. Also es soll ja nicht sein, worüber du dann sagst, ich finde das super, sondern es ist ja eine Strafe. Ja, aber es kann auch sein, dass wenn wir beide da Nudes von uns hochladen, ne, dass der Account offline genommen wird. Oh Gott, oh Gott. Meine Damen und Herren, ist das eine Strafe für Sie oder für die beiden? Ich würde sagen, damit wir früher Feierabend haben, würde ich auf jeden Fall so ein Foto machen. Ich auch. Damit die den Account sperren. Okay, wir würden versprochen. Wenn wir heute verlieren sollten, dann laden wir Nudes hoch. Wenn wir aber gewinnen sollten, ja, ladet ihr auch Nudes hoch. Nee, habe ich noch eine Bitte an dich. Oder noch zu, eine Bitte. Wir können, brauchen keine Nudes, sondern wir können auch ganz heftige Gewalt zeigen. Stimmt, können wir das auch, geht ja auch nicht. Oder kenne ich fiese Seiten. Ja. Kann ich richtig krass. Ja, okay, aber gut, egal. Aber du wolltest wenn wir gewinnen, ja? Brauche ich dich für die 15 Minuten nicht. Ich habe was vorbereitet und ich bitte, Moment, ich weiß, was du jetzt sagen willst, ich bitte dich, mir zu vertrauen. Du kommst dazu, aber ich müsste ganz viel alleine machen und erst am Ende brauche ich dich. Und ich würde dich dann anrufen und dann kommst du einfach dazu. Ist das ein Deal? Ich habe wirklich was aber mega dann wird krass. Er ja doppelt bestraft, wenn er verliert. Nein. Das ist wirklich, also ich habe mir sehr große Mühe gegeben für etwas Einzigartiges. Ich habe wochenlang, wenn nicht sogar monatelang, habe ich mich mit der Stadt Berlin auseinandergesetzt. Mehr möchte ich nicht sagen. Bitte? Machen wir es so? Danke. Vertrau mir. Einmal, bitte. Also wir haben schon öfter vertraut, aber vertrau mir da. Das wird mega, wirklich. Ich habe mega 15 Minuten vorbereitet. Werde ich das Spaß dann haben oder werde ich es hassen? Du wirst wahnsinnig viel Spaß haben. Wird das so eine Kacke wie mein Buch? Nein, wirklich nicht. Versprochen, bei allem, was mir hartig ist. Sehr gut. Okay. Ich mache die 15 Minuten allein. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich drin im Studio mit einer Prüfung, die es in sich hat. Am fließenden Band. Also, dieser Aufbau und der Titel kommen euch sicherlich bekannt vor. In der vorletzten und in der letzten Staffel war das sozusagen die Schönheit, an der ihr gescheitert seid. 120 PS, 18 Meter lang und 1 km/h schnell. Ihr wisst es, es kommen hier 10 Aufgaben im Laufe des Finales von der Ecke bis zu der Ecke rübergerollt. Ihr müsst auf dieser Distanz zwischen Ausgang und dem Tor innerhalb von 60 Sekunden die entsprechende Aufgabe lösen. Kommen die alle hintereinander? Ich weiß nicht mehr, wie das war. Nein, ihr kommt immer einzeln. Ihr bekommt eine Aufgabe, ab 60 Sekunden Zeit, sie zu lösen. Ich kontrolliere das Ergebnis da hinten. Wenn ihr es schafft, super. Wenn ihr es nicht schafft, doof. Nee, nicht so super. Aber die nächste Aufgabe kommt so oder so. Und wie viel schaffen wir, wie viel kommen? Ihr habt 10 Aufgaben, aber ihr habt 4 Vorteile erkämpft. Ah, das heißt, ihr müsst nur 6 davon knacken. Hm. Ja? Ja. Wollt ihr euch ganz kurz nochmal irgendwie sammeln oder direkt los? Wie ist das? Sollen wir vorher auch sagen, wer es macht und so? Nee, das müsst ihr gar nicht. Wir stehen gemeinsam also dran. Die kommen raus und da ist immer eine kleine Beschreibung dabei, was ihr machen sollt. Und dann werden wir sehen, ob es heute Abend 15 Minuten gibt oder Nude-Fotos bei Instagram von ProSieben. Seid ihr bereit? Joko und Klaas, kannst du schon was lesen? Dann kommt hier die erste Aufgabe. Los geht's. Okay, warte mal, lass mich mal probieren. Entfernt exakt die Tasten, die im Titel dieser Sendung vorkommen. Wie entfernt die? Wie soll ich auswählen? Nee, nicht wegschmeißen, hinlegen. Ich muss ja sehen, dass es die richtigen sind. Nicht wegschmeißen, hinlegen. Die hier. Ja? Nicht wegschmeißen, warte mal, hinlegen. Nee. Warte mal, Halleluja. Warte mal. Pro. Pro 7. Pro ist auch weg. Pro Joko. Und. Oh, sag mal, Klaas, ey. Klaas gegen Pro 7. Joko und Klaas gegen Pro 7. Also, wer?
aber kein Buchstabe mehr. Warte mal, nee, wir müssen, warte mal. Nee, nee. Das gleich, U, seid ihr am Ende? U muss rein. Wieso? Joko und Klaas? Nein, das haben wir doch ein Unzeichen rausgemacht. Hier, sind wieder drin. Ich habe sie wieder reingetan, ne? Die liegen da drin, das, okay. Das muss gelten. Naja, aber das ist ja je nach. Nein, du hast ein Unzeichen. Also, ich habe sie wieder reingelegt jetzt. Ich habe sie wieder reingelegt. Ihr habt. Ich habe sie wieder reingelegt. Okay. Was ist das? Das weiß ich nicht. Das ist ein I. Was? Das gehört zu ProSieben. Was? Ja, ja, das macht mich alles nervös. Ich gehe weg. Es nervt mich. Joko und Klaas. Also ein Unzeichen ist da. Ein J ist da. Du musst es ja legen können. ProSieben. Ne? Guck mal. Jo. Ja, ja, hilf mir. Jo. Wo ist das K? Irgendwo hat er einen Buchstaben. Das ist K. K. Jo. Das andere Joko O kann er. Joko und Klaas. Und jetzt kommt das K. Ist wieder. Da. Das L. Das A. Nochmal das A. S. Gegen. Gegen. Pro. Sieben. Das ist, ich gucke nur mal hier, ist da noch irgendeine Taste, die wir hätten brauchen können? Nein, geschafft. Boah, super. Ja, erste Aufgabe. Du hast recht mit dem Unzeichen, aber das ist ja auch wieder... Das wäre ja sonst doppelt. Ja, genau richtig. Aber es ist wieder so richtig oder wäre beides richtig Nein, gewesen? Nein, wäre nicht beides richtig gewesen. Aber das ist wieder so eine Auslegungssache. Ja, nein, ja, der ja, Titel, hat, guckt euch das so an. Darum ja, natürlich. Aber, Joko aber, und Klaas. Ist ja gut, dass es jetzt richtig war, aber genau. Ich wollte einfach 110% sicher sein, ja. Auch wenn das nicht geht. Ja. Es geht ja nur 100. Ja, das stimmt. Ja, das aber du wolltest trotzdem sicher sein. Ja, ich wollte trotzdem 100%. Sechs müsst ihr schaffen. Klaas, komm bitte her. Nee, fünf nur noch. Ja, sechs insgesamt schaffen. Ja, aber jetzt, einen habt ihr jetzt nur noch fünf. Ja, wir sind nur gut drauf, weil das ist, wir haben selten so gut angefangen. Los geht's, nächste Aufgabe. Ja, gutes Teamwork. Stopp, alle Stoppuhren bei 15 Sekunden. Stelle hinterm Komma ist egal. Die dreimal ich. Obwohl, mach mal genau 15,00. Nein. Nein. Warte mal, Steven, jetzt keine Gags, bitte. Fuck! Warte, nee, warte. Ich mach den, du machst den. Hab noch Zeit. Top! Sehr gut! Zweite! Ah. Ja, sehr gut! Ja. Dieses scheiß Monster werden wir jetzt einmal besiegen. Heute werdet ihr vielleicht am fließenden Band schaffen. Zwei habt ihr schon geschafft. Hier kommt Aufgabe Nummer 3. Die Zahlen von 1 bis 100 als Wörter geschrieben. Welche drei kommen alphabetisch geordnet als erstes? Acht. Ja. Drei. Denk noch mal nach. Denk noch mal nach. Welche drei kommen alphabetisch geordnet als erstes? Acht. Zwischen 1 und 100. Drei. Acht, drei, elf. Oder? Komm, sag ja oder nein. 88. Das ist falsch. Hä? Du warst genau richtig. 8, 88, 38. 88. Zwischen 1 und 100. Ach, alphabetisch geordnet, ja. Nicht aufgeschrieben. Ja. Ja, ach was. Ja, aber du musst doch intervenieren, wenn ich da 8 aufschreibe, weil ich denke mir, A, 8 ist ja, die erste. Ja. Aber 88 ja, wäre die nächste Zahl. Die kannst du ja, ob du die aufschreibst oder nicht, das machst du zum Üben. Also, aber 88 ist halt die nächste. Ja. Ist ja klar. Ja. Das ist jetzt auch eine 8. Ja. Alles gut, ja, abhaken, ja. Abhaken. Ist ja abhaken. Logisch. Ja. Nicht dran denken. Ja, vergessen? Habt ihr es vergessen? Gut. Also, 3 Runden gespielt, 2 gewonnen. Euch fehlen noch 4. Hier kommt die nächste Aufgabe. Schreibt 2 Wörter mit 5 Buchstaben. Sie dürfen keinen Buchstaben gemeinsam haben. 5 Buchstaben. Schuh. Und jetzt.
Ich hab was. Nee. Bang. Ach nee. Ja, sehr gut. Schuh und sehr gut. Pilot, sehr das gut. Ist richtig. Oh. Dritte Aufgabe. Banker, aber es hat natürlich... Ja, und ich wollte Malle schreiben, aber Malle hat es noch. Die dritte Aufgabe gelöst. Komm, 3-4 aber Malle wäre... Malle ist kein Wort. 3, 4, aber hätte Malle gegolten? Nein. Komm. Malle ist eine Abkürzung, ist kein Wort. Nur in deinem... Bereit für die nächste Aufgabe, Herr Malle. Was mal, oder meinst du die Hauptstadt der Malediven? Los geht's, hier kommt sie. Sortiert die Karten nach Symbol und Wertigkeit. Okay. Sieben. Acht. Also hier. Alle Herz. Gib mir mal alle Karo-Dinger schnell rüber. Zwei. Alle Karo-Dinger ja, zu mir. Die durch. Und? Die falsche Dame dazwischen. Wo ist die Dame? So. Ja. Ruhe. Dame, König Ass. Oh, ganz knapp noch einmal. So. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bube, Dame, König Ass. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bube, Dame, König Ass. Gerade yes! noch. Gerade Geil. Noch am Ende schnell. Dame und König umgetauscht. Vier Aufgaben habt ihr bereits gelöst. Zwei noch. Vier. Zwei noch. Genau. Lass dich feiern. Gleich kannst du dich feiern lassen. Machst du so Matrix-Modus? Ja. Weiter geht's. Nächste Aufgabe. Was? Man nennt dies Hallo Joko auch und High Klaas. High. Glück auf. Um diese Aufgabe zu lösen, müsst ihr etwas tun, was gar nicht so schwierig ist. Wir wissen, ja, dass ihr ja, im dass Oberstübchen ihr ziemlich lahm seid. Ihr sollt lediglich jeweils eine Hand heben und diese, man nennt es High Five. diese zueinander führen. Schwungvoll zu. Ja, ist alles gut. Ihr habt das super gemacht. Ist richtig, ne? Ja, ja! Wir haben es geschafft! Nein. Oh. Warte. Nee, Entschuldigung, warte. Ich muss dich bremsen. Eine noch. Eine müsst ihr noch. Aber ich möchte dich genauso. Ich möchte eine Explosion der Emotionen sehen, Joko. Okay. Eine müsst ihr noch. Durstige Woche. Hier kommt die nächste Aufgabe. Schreibt mit den Taschenrechnern Esel, Liebe, Sessel. Nee, die sind so festgemacht. Okay. Was? Esel, ja, Esel habe ich. Was hast du? Liebe. Stimmt das? Sessel, Liebe, Esel. Ja, stimmt doch, oder? Stimmt das? Sessel, haben wir dann Liebe, alles? Ja. Sessel, ja. Esel. Gewonnen! Ja! Das ist mein Wir haben einen Angstgegner geschlagen. Yeah. Am laufenden Band wurde zerquetscht Dieses von Joko und Klaas. Toll. Morgen gibt es 15 Minuten. Und zwar eine Überraschung von Joko und Klaas. Du kannst dich freuen, genau. Du musst morgen nichts machen. Du musst nur dazukommen. Keine Nude-Bilder bei Instagram, meine Damen und Herren. Yes. Wahnsinn, was die beiden wieder geleistet haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen Ihnen natürlich auch. Denken Sie an Late Night Berlin und wir sehen uns nächste Woche wieder mit Ausgabe
Nummer 5 dieser großartigen Staffel von Joko und Klaas gegen ProSieben. Vielen herzlichen Dank, einen wunderschönen Abend. Vielen Dank, tschüss. Vielen Dank. Bis morgen.